Moin, das ist ich, hallo und willkommen zum EM-Tipp-Finale. So sieht's mal aus. Die große Frage ist die, wer holt den Titel 2020 bzw. 2021? Ja, die Europameisterschaft ja um ein Jahr verlegt. Gucken wir mal, wer im Wembley-Stadion am Abschluss die Trophäe in den Händen hält. Los geht's mit meinen neuen EM-Tipps oder besser gesagt EM-Tipp. Es ist das Spiel zwischen Italien und England. Ja, es ist natürlich ein enorm schwieriges Spiel, auf jeden Fall, weil beide Teams ungefähr gleich stark sind. Also in einem klassischen Bundesliga-Tipp hätte ich jetzt gesagt, so klassisch, wird wahrscheinlich ein klassisches Unentschieden sein, in Richtung 0-0. Aber die große Frage ist eben die, wie wird das am Ende sein? Denn 0-0 nach 90 Minuten, gut und schön, aber wir haben auch noch Verlängerung und Elfmeterschießen. Beide Teams haben im letzten Spiel im Halbfinale jeweils eines durchgehabt, besser gesagt, für Italien Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Engländer über die Verlängerung gegen Dänemark weitergekommen. Ja, mit einem bitteren Beigeschmack aus meiner Sicht. Definitiv, denn das Tor, besser gesagt das Elfmeter, aus meiner Sicht war keiner. Aus meiner Sicht war das kein Elfmeter. Nun gut, der Schiedsrichter hat das so entschieden. Natürlich darf man auch nicht vergessen, es gab noch einen zweiten Ball in der Nähe. Der hat auch für Irritation gesorgt. Aber nun ja, am Ende hat England gewonnen. Verdient, ja, aber eben wie sie gewonnen haben, sehr so lala. Für die Italiener dagegen haben es geschafft, gegen Spanien, gegen drückende Spanier am Abschluss siegreich zu sein. Ein guter Konter und zack, hast du die Führung. Andersrum haben die Italiener die Führung nicht über die Runde gebracht, am Ende ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit und auch nach Verlängerung. Bei der Verlängerung hat man irgendwie gemerkt, dass beide Teams eigentlich ins Elfmeterschießen wollen. Aber so ist man eben dann im Elfmeterschießen das trickreichere Team gewesen und hat sich dann durchsetzen können gegen Spanien. Jetzt im Endspiel könnte es natürlich interessant werden, denn das Endspiel findet im Wembley-Stadion statt, in England. Heißt also, England hat ein Heimspiel bei der Europameisterschaft, die ja in diversen Ländern stattgefunden hat. Aber wir haben es ja schon öfter in Turnieren gesehen. Die Teams, die zu Hause spielen, haben so manchmal ihren Publikumsvorteil. Und ich denke mal, dass dieser Publikumsvorteil eventuell sogar das Spiel beeinflussen wird. Wie ihr schon wisst, mein Tipp, 90 Minuten 0-0, aber nach Verlängerung gewinnt England mit 1-0. Viele YouTuber-Kollegen, die auch die EM-Tipps machen, sind eher für Italien. Vielleicht eben, weil die Leidenschaft der Italiener momentan relativ gut ist. Aber aus meiner Sicht ist es eher so, dass momentan Italien irgendwie, je länger das Turnier ging, desto schwächer wurde. Also in den ersten Spielen, wo sie in Rom gespielt haben, haben sie definitiv richtigen Vollgasfußball gespielt. Aber je länger das Turnier ging, gegen Österreich in die Verlängerung, dann das nächste Spiel gegen Belgien, das Halbfinale gegen Spanien. Also das waren immer eher so ganz knappe Geschichten. Klar, England, knappe Geschichten. Ne, Achtelfinale, Gruppenphase ging eher so lala aus für England, wenn man das so sagen darf. Danach die deutsche Mannschaft besiegt im Achtelfinale nach regulärer Spielzeit. Die Viertelfinale die Ukraine besiegt nach regulärer Spielzeit. Dann die enorm starken Dänen besiegt, eben nach Verlängerung. Aber nun gut, also aus meiner Sicht ist England das Team, was die Europameisterschaft gewinnt. Und die Begründung habt ihr jetzt hoffentlich auch so mitgekriegt. So, wo wir mal so mitgekriegt sind, das ist natürlich die Tipptabelle. Wenn alle Tipps richtig gewesen wären, nicht, sondern wie die aktuellen Punkte aussehen. Und ihr wisst ja, wie mein Punktesystem ist. Das bedeutet, ihr seht, ja, klar, Platz 1 steht momentan da, aber das ist noch gar nicht so ganz sicher, würde ich mal sagen. Es könnte noch Platz 2 werden, denn Bärchen könnte noch überholen. Ja, mit 5 Punkten und dementsprechend... Ja, 5 Punkte, Ausbeute komplett. Könnte noch ein Sieg rausspringen. Definitiv. Ein alleiniger Sieg oder ein Duo-Sieg, je nachdem. Also es ist noch einiges möglich, zumindest in dieser Tabelle. Also als Sieger sehe ich mich da jetzt noch nicht. Letztes Mal habe ich die Europameisterschaft ja richtig gut tippen können. Wobei die Bundesliga lief dann immer eher so okay. Wo wir beim Thema Bundesliga sind, natürlich gibt es demnächst auch wieder die Bundesliga-Tipps. Mit welchen Tipps zusammen könnt ihr noch entscheiden? Gibt noch eine kleine Umfrage auf dem Kanal, aber die Umfrage geht auch nur bis Ende des Finales.
Dementsprechend am Montag gibt es ein Infovideo, was wir denn kommende Saison tippen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr diesen Kanal abonnieren werdet und natürlich auch die Glocke aktivieren werdet, damit ihr definitiv keinen der Bundesliga-Tipps verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.